Was Pape, meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zu diesem arschgeilen Video, was der liebe Juvex aka Julius geschnitten hat. Ich habe 6 dieser Cutter tatsächlich Videodateien nochmal geschickt, meine Freunde. Und ja, was soll ich sagen, die von Juvex hat mir am besten gefallen. Und ich wollte die euch nicht vorenthalten. Wir haben hier Mafia Definitive Edition gespielt. Absolut brachial geiles Game. Juvex hat hier einen kompletten Kinofilm mit Effekten rausgezaubert. Ich würde sagen, schreibt auf jeden Fall gerne euer Feedback in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und wie ihr es fandet. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und jetzt genießt den Spielfilm. Macht's gut, meine Freunde. Und wir sehen uns heute Abend bei einem weiteren Video. Ciao. Oh, Baby, jetzt kommt Knossi! Bam, Junge! Ey, was geht, Alter? Erstmal schön, dass ihr alle so zahlreich hier am Start seid bei einem Morningstream, Alter. Und wir spielen Mafia, Digga. Alter, wildes Game. Ich habe einfach übertrieben Bock da drauf. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu komme. Ich habe mir den Trailer davon letztens angeschaut und dachte, Digga, das musst du zocken. Ist ein Spiel, ist schon ultra alt, ist aber jetzt nochmal komplett geremastert worden. Und ich habe diesen Teil nicht gespielt. Es wird für mich komplett neu. Die Macher und Herausgeber dieses Spiels billigen, dulden und ermuten in keiner Weise. Ah, okay. Holy shit. Enter zum Starten. Ladevorgang. Wir sind drin, Leute. Wir bleiben drin. Oh, Alter, die Maus ist ja komplett am Schwimmen hier. Alter. Grafik, sein Urgroßvater, Amenakolm. Tommy? Thomas Angelo. Ich war Taxifahrer in den 30ern. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. 1930. Geile Stadt, Alter. Am Ende so einer Schicht habe ich dann Paulie und Sam getroffen. Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, wir müssen hier durch. Ey! Ja, Mann. Das hat sehr gut geklappt. No scripted event. Nee. Oh, nein! Da sind sie. Mann! Bam, Junge! Schnell, wir müssen zur Memo. Okay, wir müssen... Hallo? Hi! Das ist doch jetzt nicht. Oh mein Gott, Erdbeben! Oh, Baby, jetzt kommt Knossi. Als in die Alge. Algenchat. Oh, weia. Da ist er, der Don. Er hier, er hat richtig Angst im Hintergrund. Oh nein, jetzt gibt's eine Knarre in den Kopf. Oder Geld. Eins von beiden. Nur für dich. Das ist Bescheid. Schönen guten Tag, Jungs, Fräulein. Wo sollst du denn hingehen? Ja, Digga, entspann dich mal, Alter. Holy shit. Also. Wie hupe ich? Hau rein. Ah! Oh, oh. Junges Fräulein, bitte bleiben Sie stehen. Ich bin sofort wieder zurück. Ich wollte nur... Au! Entschuldigung, ich wollte nur... Stellen Sie diesen Lärm ab. Ey, ich zimmer dir gleich so in eine Fresse rein, Alter. Wenn wir nicht ein Baba-Trinkgeld bekommen, schlage ich die zusammen. Ich bin ehrlich, Leute. Da kenne ich nichts. Halten Sie hier an. Halt deine Fresse. Hier, bitte. Das macht 30 Cent. 30 Cent, arme Nachkommen, das sind... Bekommen Sie einen Rat. Das... Brauchen Sie nie im Auto. Das sind... Hey! Das sind 6 Center-Schock. Willst du mich verarschen? Ich steige jetzt aus, schlag die. Kann man die nicht schlagen? Hey! Ich kann die nicht schlagen! Ach, Digga, belehrt, komm. Oh, da ist jemand da hinten. Wie komme ich da hin? Moin, Meister! Stärk ein! Alles rechts vor links. Ach, Digga, der gibt mir eine Minute Zeit, den nach Buxtehude zu fahren, Alter. Ganz knappes Ding, aber wir schaffen's. Ja, Mann. Ja, Mann. 50 Cent. Amen, na, wie soll ich mir davon Kippen und Alkohol kaufen? Raus! Hier ist auch noch einer. Den nehmen wir mit. Ganz wichtig, immer im Straßenverkehr pöbeln. Ich habe auch einen Namen, ich heiße Tommy. Ruf mich doch mit Hey Tommy. Mensch, Tommy. Es ist DK, Drift King, nenn mich den König der Straße. Oh, Baby. Auf einen schönen Haffe. Oh! Oh, weia. Oh, oh. Na, Kumpel, kennst du mich noch? Au, weia. Der Vermieter. Ja? Au! Au, weia, Leute. Ups, ich drücke Shift links. Wieso geht der? Hallo? Au! Ich hab schon auf die Fresse bekommen. Ah! Alter, der hat eine Knarre. Ja, Junge, geh doch die... Hallo? Hey! Das ist doch noch nicht Sprinten, was der macht. Ist das Sprinten nicht? Drücke Shift Leertaste. Der hört immer auf zu sprinten, der Idiot. Oh, Le Parcours. Au! Hör mal gut zu, wir gehen nicht mit leeren Händen, das steht fest. Ja, na dann geht ihr vielleicht gar nicht mehr. Oh, Baby, jetzt kommt Knossi. Oh, Baby. Das ist der Don, dieser alte Mann, der hat doch safe Erektionsstörungen, Alter. Molotow-Fete. Bruder, wir rutschen da gerade irgendwo rein, ich war normaler Taxifahrer plötzlich. Alter, sieht so geil aus, das Game. Sieht so geil aus. So, und jetzt wird Morello der Schwanz geblasen. Das sagt man doch so, wenn man jemanden aufmischen will, ich blase ihm den Schwanz, oder? Hm? Na, vorsichtig, Tom. Was ist das denn hier? Hä? Was ist das denn? Hallo? Ja, was soll ich jetzt machen? Hey, Mann! Alter! Anderes Auto, das ist eine Idee. Stehen bleiben, hallo. Geben Sie mir Ihr Auto. Okay, raus mit dir. Easy, Digga.
Wenn er wütend wird, wird er dumm. Bei mir ist anders. Ich bin immer dumm und wenn ich wütend werde, werde ich klar im Kopf. This letter is your notification that you're on default of your obligation make payments and agreed loan. Ich hab kein Wort verstanden, bis zum Ende gar nicht. Das ist so geil, die Polizei juckt's auch nicht, wenn ich einfach fahre, wie ich will. Oh, jetzt. Yeah, nice, GG. Tom, bist du dumm? Und gib mir die Knarre, ja, Mann, es wird geballert. Ein Weg ins Hotel, Motel. Digga, immer der Hintereingang. Oder hier. Oh nein, hier hoch. Wieso sollte es meins sein? Woher zum Teufel soll... Bam, Junge! So, Kollege. Trau dich, komm! Aim sein Vater, oder was? Komm raus, komm! Oh, Baby. Digga. Alle weggeballert, Alter. Geil, das macht richtig Bock, die Schießerei hier. Bam, bam, bam. Oh, nein. Oh, scheiße. Oh, Baby. Das war Knossi. Jetzt muss ich dir noch verfolgen, oder wie? Ja, Digga, jetzt muss ich hier alles machen, oder? Weil ihr zwei Wichskrübel komplett im Arsch seid, Junge. Oh, und Ende Schuss. Geil. Ach, lol, das waren die Falschen. Nein, oh mein Gott. Oh, wie dumm. Oh, ah, oh, ah, Das gelbe Auto, es ist das gelbe Auto. Hol das Geld. Ja. Ey! Ich weiß nicht, ob der tot ist, bin mir nicht sicher. Ich sag's dir morgen. Oh wei, Junge. Oh, Digga, da haben wir aber jetzt ein bisschen... Oh. Ich hab keine Knarre dabei, ne? Aber ich kann dem einen in die Fresse hauen, ne? Mal auf! Na! Erstmal gegentreten! Das ist natürlich... Oh, Digga. Oh mein Gott, Digga. Diese andere Porsche Panamera Cayman S. Oh, Digga, der schwimmt ja, der Wagen. Ey, das werde ich niemals schaffen. Oh, Leute, er macht Barrel. Er hat einfach gar keinen Bock mehr. Er hat sich gedacht, raus. Hä, hatte ich noch so viel Zeit? What the fuck? Ah, der rennfahrende Rennboss. Auf ganz locker. Oh, Digga. So. Der ist jetzt gechiptuned, Leute. Der fährt jetzt 40.000 km/h. Das ist wirklich eine Hausnummer. 40.000. Digga, der Motor geht jetzt hier hops oder was? Soll ich dann loslassen, einfach laufen lassen oder wie? Ach, immer wenn ich beschleunige, okay. Welcher Soziopath fährt denn bitte einen Rennwagen durch die Stadt? Alltag in der Kölner Innenstadt. Ah, da sind wir doch schon hier. An einer Rennstrecke, sag ich mal. Alter. Oh nein. Mike Dunn, unser Fahrer. Ich kann keine Rennen fahren. Ich kann keine Rennen fahren. Ich kann das nicht, Alter. Aus Europa kommt der heutige Favorit. Felix von der Laden. Akane, ich muss jetzt ein Rennen fahren. Ich kann das gar nicht. Was soll ich sagen, Bruder? Ich starte als Letzter und Matteo Lichtenberg als Erster oder was? Mein Auto ist auch langsamer als das von denen. Geht mein Auto kaputt? Nee, ne? Weg. Hallo? Mann, lass mal los, Alter! Bam! Weg! Okay, Abkürzung. Digga, wie soll ich das schaffen? Reicht nicht auch Elfter? Komm, das reicht doch. Nein. Alter, die sind ja immer noch hinter mir. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ey! Digga, als ob ich das jetzt nochmal schaffe. Digga, ich war Dritter, ich war Vierter. Ich kann ja nicht mal neu starten. Ja, Digga, jetzt geht's oder was? Nein! Ey, das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Digga! Ist jetzt hier wirklich Stress oder was? Hab ich gar keinen Bock drauf, Digga. Ah! Ey, Digga, das kann doch nicht wahr sein, Digga! Dass ich jetzt nochmal 3 Runden fahren muss! Das ist so dumm! Bro, das ist so fucking stupid! Autorennen sind so dumm, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Oh, Digga! Yeah! Yeah! Huh! Digga! Yeah! Rein da! Bam, bam! Zack, zack! Yeah! Ich geh nach Hause. Tom, tu mir einen kleinen Gefallen, ja? Soll ich dir einen blasen? Komm, ich blas dir einen. Komm, komm! Bring deine Tochter nach Hause. Really? Oh, Sarah. Oh, guck mal da, genau. Pass auf, Vorsicht jetzt hier um die Ecke, ja? Sarah. Lara und Tamara. Der ist es. Schrammisch. Ich habe ihn abgewehrt. Oh, oh. Oh, nein. Billy McFuckface und seine Gang. Der heißt wirklich Billy, lol. Billy McFuckface. Gebt mir eure Unterhosen. Boxershorts kann man nie genug haben. Bam, Junge. Uppercut, Overcut, Flick Flag, Overdeck und ausgewichen und zack, zack, boom.
von YouTube. Oh, 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 der hat ein Messer. Alter, du verdammter Loser. Bringst du ein gottverdammtes Messer mit, ja? Digga. Und jetzt gehen wir zu Sarah, Alter, und retten die mal erst. Hey! Es reicht. Du hast den guten rechten Haken, das gebe ich zu. Ja, Digga, ich habe auch noch ein paar mehr Qualitäten, Sarah. Passt. Kommst du rein, lässt dich verarzten? Oh, ich will mich nicht nur verarzten lassen, Baby. Oh, Alkohol. Wodka Kubinski, rein in den Kopf. Oh, nee. Und das ist es jetzt. Das ist es jetzt, oder was? Das war der Abend. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier kurz einen Cut. Ich muss überdringend pissen. Und wir sehen uns dann heute Abend und morgen wieder. Ciao, Leute. Es war eine nette Zeit. Macht's gut. Kusschen.